Was geht heute? Eine neue Episode. Wir sind hier. 3 Uhr nachts ist es. Guck mal, ich habe so eine Riesentaschenlampe dabei. Wir auch. For real, da hinten wird schon langsam wieder hell. Also, da hinten wird schon langsam wieder hell. Wir werden jetzt in den Friedhof gehen. Es wird schon for real langsam wieder hell. Die Lampen sind auch schon an. Also, es ist schon in den Friedhof. Das ist so irre, Junge. Max läuft halt ohne Jacke, ohne Pullover rum. Nicht for real. Naja, Pullover habe ich schon an. Kann halt auch eine Taschenlampe, mach die mal lieber an, Digga. Oh mein Gott, das ist so. Max, das ist Horror. Mach du Taschenlampe an. Hab ich. Leuchte mal da links. Alter, Karl, das ist so Horror, Digga. Alter, Leute. Und Leute, hört zu, ihr müsst euch überhaupt null erschrecken. Wir haben hier keine Freunde eingeladen, nichts. Wir sind wirklich Legend, alleine hier auf dem Friedhof. Es ist 3 Uhr nachts, also 2 Uhr. Das ist Dämonenzeit. Es ist jetzt gerade 2.58 Uhr. Boah, das ist so Horror, Leute. Also 2.58 Uhr, das heißt 3 Uhr will ich safe hier raus sein. Alter, ich dachte gerade, es ist ein Schatten vom Kreuz. Nein. Alter, ich dachte gerade, da ist jemand ans Kreuz genagelt. Nein, Junge. Also übertreib. Junge, ich leuchte hinter uns. Das ist so Horror. Ich will auf gar keinen Fall nach rechts leuchten. Dann steht da einer. Ja, da müssen wir rein. Wir gehen aber jetzt hier. Wir gehen rechts rein, Leute. Nein, wir gehen auf gar keinen Fall nach rechts. Wieso? Hier noch nicht. Erst da vorne. Wenn denn zur Statue. Wieso? Digga, ich gehe auch nicht hier rechts in den Gang rein. Ich weiß, man erkennt gerade gar nichts. Jetzt erkennt man was. Ich filme jetzt gerade den Boden so ein bisschen. Weil ich will nicht so hoch filmen, ein bisschen. Ich will das eben hoch, eben hoch. Ja, aber meiner kennt gar nichts, Junge. Da steht niemand. Leute, ihr wisst nicht, wie Horror das ist. Warte, Max. Leute, wir können es euch bezeugen. Hier seht ihr überall Gräber. Überall Gräber. Warte, hier ist zum Beispiel ein Grab. Da ist ein Grab. Das ist for real. Legend Friedhof. Da hinten ist noch ein Grab. Seht ihr? Familie Binder. Junge. Leute. Das ist so creepy. Das ist so creepy. Aber for real, wirklich, ihr müsst euch nicht erschrecken. Wir haben wirklich for real keine Freunde. Wir haben wirklich keine Freunde einladen. Gar nichts. Wir sind wirklich alleine auf dem Friedhof. Warte. Oh mein Gott, es ist 3 Uhr nachts. Boah, Leute. Karl, es ist 3 Uhr nachts. Das ist so hart. Es ist 3 Uhr nachts und da steht die gruseligste Statue auf der Welt. Mein Gott, ich will die nicht filmen, Digga. Ich mach mal kurz Cut. Nein, mach. Auf das Gesicht der Statue. Ist. Nein, das machen wir nicht. Komm jetzt. Leute, das ist so creepy. Oh, Leute, da hinten ist die Statue. Okay, aber Kollege, ich will dir was verraten. Da vorne ist das Kirchenhaus. Wir gehen auf gar keinen... Leute, ich hab grad einen Schrei gehört. Das ist die Polizei, Junge. Polizei, Scheiße. Ich will die Polizei. Ja. Digga, es ist so. Wir sind gerade auf dem Friedhof raus. Das ist so Horror. Ich kann vielleicht auch mal filmen hier. Tag und Nacht. Ich will nicht, dass das Wort hier will ich auf gar keinen Fall filmen. Sonst sieht man, da Friedhofs. Da seht ihr das. Aber ich will das andere Wort daneben, weil da sieht man unsere Gegend denn hier und das will ich nicht. Oh mein Gott. Vor allem der Boden schon. Man sieht da voll die Füße. Leute, aber jetzt gehen wir direkt, also wir waren eben schon im Friedhof, jetzt gehen wir tiefer rein. Alter, Karl, das ist so creepy. Am liebsten hätte ich einfach 2-3 Taschenlampen mitgenommen. Da oben sieht man noch, das ist creepy. Fuck. Ihr müsst nicht zuschauen. Also das machen wir gerade aus unserem Willen. Wir werden vielleicht nur knapp 5 Minuten hier sein. Also wir sind jetzt schon 3 Minuten auf dem Friedhof. Es ist 3 Uhr 1, also, oh mein Gott, ich habe so übergeschlagen, Digga. Alter, also da hinten seht ihr das Kreuz. Seht ihr das Kreuz? Nee, ihr könnt nur das Kreuz. Da ist nichts. Ich weiß. Digga, ich will nicht reingehen. Wir müssen aber reingehen, komm. Das ist Horror! Fürs Publikum. Digga, das ist Horror, Junge. Die Fans wollen es. Ich hab nicht mal eine Mille, Junge. Was willst du von mir? Wir sind gerade im Inneren des Friedhofs. Junge, wir sind 12. Und wir gehen hier. Fuck, Digga. War der gerade was? Hier kommt. Oh mein Gott, hinter uns ist jemand. Scheiße. Nur das ist vielleicht das letzte Video von uns sein. Oh mein Gott, das ist so. Da hat irgendwie jemand hat uns angestellt. Thank you.
Wir waren im Inneren der Mitte Ritos. In den Städten. Irgendwas habe ich da gesehen. Ich auch. Mensch. Oh mein Gott. Das ist so creepy. Kollege. Holy shit, da steht jemand. What the fuck? Oh. Hast du eine Atmung gerade hier? Leute, wir haben gerade herausgefunden, es ist aber nur der Friedhofwärter, der da, keine Ahnung, warum ist da Alex gegangen? I don't know. Das bedeutet, da waren mehrere Friedhofwärter dann. Ich habe eine Frau gesehen. Drei da vorne standen da, eine Frau. Die haben einfach so gesagt, was macht ihr noch hier? Nein, ich habe eine Frau in Richtung dort. Dort war eine und dort waren zwei. Aufgeteilt in den Gängen. Ich habe die gesehen, die haben uns so angeguckt. Junge, das ist... Aber da, Dämonenzeit, Leute. Aber das sind Dämonen, Karl, das sind Dämonen. Aber Karl, da stand vorhin ein Friedhofwärter. Nein, um diese Uhrzeit, um 3 Uhr nachts sind hier niemand mehr auf dem Friedhof. Aber außerdem waren da noch ein paar Frauen. Da schon? Um 3 Uhr nachts steht hier niemand mehr auf dem Friedhof. Was? Unmöglich. Ist unmöglich. Digga, das ist so... Wollen wir noch mal rauf? Nein. Alter, Leute. Na gut. Wir gehen noch mal in den Friedhof. Für euch, Leute. Das ist so Horror. Für das Publikum, Leute. Kollege, das ist so Horror. Ich möchte bitte auf dieses Video 300 Likes sehen. Ich dachte gerade, da steht jemand. Oh mein Gott, das ist so creepy Horror. Wir haben jetzt auch mittlerweile schon 3:05 Uhr. 16 Minuten sind wir jetzt schon unterwegs. Wir waren vielleicht knapp 4 Minuten auf dem Friedhof. Um 3 Uhr nachts, Leute. Stell euch das vor. 3 Uhr nachts war was das Creepy. Geht in die Mitte des Friedhofs. Die einzigen Gänge. Wir haben uns vorhin fast verlaufen. Weißt du, Karl, war das wirklich... Das Creepigste wäre 3 Uhr nachts. Ey, hinten brennt ein Licht. Ernsthaft, meine ich ernst. Hinten brennt ein Licht. Da, man sieht es da, man sieht es da. Seht ihr es? Hinten brennt ein Licht. Alter, Leute. Lass rübergehen. Das ist eine Kerze, Junge. Was ist das Gruseligste, wer? 3 Uhr nachts auf. Das ist doch keine Kerze. Kerzen leuchten nicht so hell. Leute. Das sind keine Kerzen, Leute. Ich zieh mich zurück, Junge. Gott, das ist so creepy, Junge. Ernsthaft, Max. Stehen bleiben und rübergehen. Karl, das Gruseligste, wer? 3 Uhr nachts auf dem Friedhof. Halloween. Das wäre voll der Verschwindung und Mörderpuppen. Junge, also wir machen, wir können jetzt schon so. Okay, Leute, also was glänzt da so? Wo? Irgendwas filmt uns da. Das glänzt da. Hast du das Tropfen? Ich habe eben was getroffen. Sei leise. Hört ihr das auf? Irgendwas tropft da. Also im Holz. Eine Männer- und eine Frauenstimme. Nee, eine Babymädchenstimme und eine Frauenstimme. Ja, und eine ich habe safe call eine Frauenstimme gehört. Wieso? Davon ist jemand. Da vorne ist jemand. Nein. Da vorne ist jemand. Eine Mörderpuppe. Digga, Spaß, Junge. Wir kennen kaum welche. Wir haben nur noch von einem Freund gehört. Sowas von, keine Ahnung, so einem weißen Typen. Wir aber auch nicht. I don't know, wir kennen den Zeug nicht aus. Karl. Ja? Er ist... Ja, ihr habt es gesehen. Davon ist die Frau, aber es ist safe eine Legend-Frau, die einfach nur so schwarz hingetan hat. I don't know. Bestimmt. Mit ganz weißem Gesicht, ne? Ganz, ganz weiße Haut. Kannst du dich nur an dieser weißen Frau erinnern? Einfach so eine Frau, die nur weiß ist und einfach den so anstarrt. Keine Ahnung, I don't know. Die hatte nur weiße Haut. Die war komplett wie ein Gespenst. I don't know, wir gehen jetzt zu der hin und gucken uns die an. But I don't know, wir sagen jetzt kein Wort mehr. Das ist eine Legend-Frau. Das ist eine Legend-Frau, das war keine. Das ist eine Legend-Frau. Hört auf, da kommt ein Auto. Oh Leute, wenn ihr Angst habt, schaltet jetzt unbedingt weg. Wir machen so ähnliche Videos von einem anderen YouTuber, den ich abnormal feiere. Also wirklich, ich will keinen Namen nennen, weil ich will nicht, dass ich gebannt werde. Aber den feiere ich so sehr. Die machen auch so Horrorvideos. Ich feiere die wirklich so sehr. Also nicht alle, aber viele Videos. Weil ich weiß nicht, ob die das faken, aber es ist schon sehr gruselig. Aber ich feiere solche Gruselgeschichten. Ne? Aber so extreme, wo richtig so extrem Zeug vorkommt, die feiere ich überhaupt nicht. Also Leute, schaut euch auf gar keinen Fall sowas an. Ihr könnt richtig Albträume davon bekommen. Max, und übrigens... unsere Mutter hat vorhin gesagt, dass wir
es gefährlich ist, jetzt aus dem Grundhaus zu gehen. Ich weiß. Woher weiß die das, dass es gefährlich ist? Vielleicht hat sie das schon mal erlebt. Karl, stopp mal kurz. Woher soll die sagen, dass es gefährlich ist? Meine Mama war noch nie, oder unsere Mama war noch nie. Alter, Leute, das schreckt mich gerade so. Hier ist ein Laden, wo man Gräber kaufen kann. Okay, alles Legend. Mein Gott. Die kommen aus London. Was? Stand da eben, die kommen aus London. Aber guck mal, Karl, meine Mama war noch, oder unsere Mama war noch nie so spät auf dem Friedhof. Die sagt, dass es gefährlich ist. Vielleicht hat sie mal eine Horrorstory gehört. Aber wirklich, vertraut niemals solchen Videos. Also wir wollen nichts erzählen. Wir erzählen nur unsere Meinung. Wenn wir erzählen, dass wir jetzt for real hier irgendeinen Typ mit einem Messer sehen, vertraut uns wirklich nicht. Das ist nur zum Spaß, nur zum Reinlegen vielleicht. Und guckt euch nur das an, was euch auch wirklich zutraut. Wenn euch irgendjemand erzählt, guckt euch dieses Video an. Da wird ihr so schreckliche Albträume bekommen, die aber richtig cool sind. Die Albträume so richtig lieb. Vertraut ihnen nicht. Also guckt euch nur das an, was ihr euch traut, okay? Also, for real. Das ist gut, wenn ihr das nur tut. Also, Leute, wir tun das alles nur für euch. Wir sind wieder auf dem Friedhof. Wir wollen niemanden, also wir sind for real jetzt gerade auf dem Friedhof geworden. Keine Ahnung warum. Wir wollen niemanden beeinflussen. Macht wirklich das, was ihr nur wollt. Nicht, was jemand anders euch erzählt. Karl, warum ist hier ein Auto? Da hat irgendwas Rotes geblinkt. Da blinkt was Rotes. Das ist nur eine Kamera. Das kenne ich. Das sind solche Geräusche. Wenn man die Tür probiert aufzumachen. Ja, das ist eine Kamera. Das ist so ein Überwachungsalarm. Dass wenn der aufschlägt, dass da was, so ein Geräusch kommt. So. Das kenne ich. Das haben wir auch. Achso, das sind wir. Ich dachte gerade, I don't know, wer guckt uns da durch den Fenster. Aber hier, Legend, hier ist keiner. Hier ist keiner. Hey Leute, da sehe ich eine Frau im Laden. Siehst du es auch? Da hinten. Und hinten da. Irgendwas steht da. Nee, das sind wir. Nein, ich hab ihr da eben wirklich eine Frau. Das sind wir. Das ist mit Kleidern. Karl, das sind wir oder ein armer Stand aus Minecraft. Oh Gott. Wir dürfen nicht rennen. Wir haben uns noch angeschaut. Ey Leute, wir waren jetzt richtig hart auf dem Friedhof. 12 Minuten. Ja. Ey Leute, das wir müssen leider Ciao sagen. Karl, guck mal geradeaus. Siehst du da den schwarzen Punkt? Ich sehe zwei Punkte blinken. Siehst du die da hinten? Ja, Karl, guck mal. Das sind mehrere Punkte, die da blinken. Die blinken. Karl, stopp mal kurz. Gönn dir mal den Schatten da. Siehst du den? Ich leuchte ihn an, er ist weg. Leute, ist das Legend, dass da irgendwelche Punkte sind? Wir leuchten die an. Oder ist was? Digga, das ist so creepy. Leute, wir sagen jetzt Ciao, wir waren so lange. Und Leute, ich will euch noch einmal kurz was erzählen. Ihr wollt so eine Horror-Creepy-Geschichte machen und ihr seht irgendwas. Dann schreibt es in die Kommis. Ihr seht irgendwas, was da steht. Geht nicht drauf zu oder bleibt einfach stehen wie in den meisten Gruselfilmen. Leute, da. Das ist nämlich der Fehler aus den meisten Gruselfilmen. For real, in Gruselfilmen kriege ich keine Angst. Ich reg mich auf. Wisst ihr warum? Also ich werde wütend, weil die so dumm sind und einfach. Männlich, die stehen einfach nur so dumm da und machen nichts, anstatt dass sie wegrennen. Also wenn ihr was seht, bleibt nicht stehen, rennt weg. Hört auf euer Bauchgefühl, rennt weg und probiert Hilfe zu bekommen. Und wenn ihr irgendwas seht, was da irgendwie auf dem Boden ist. Ey, Leute, da blinkt. Da hat was geblinkt. Ganz weit im Friedhof. So rot. So groß. Leute, seht ihr diesen Scheinwerfer? Den haben wir mitgenommen für euch. Und ich habe gerade schon eine Fahrradlampe, Junge. Haben wir extra gekauft. Wenn ihr was seht, bleibt nicht stehen, rennt weg. Also, wir wollen jetzt nicht. 100 Euro hat dieser Scheinwerfer gekostet. Den haben wir für dieses Video gekauft. For real, ja. Also, Leute, bitte lasst ein Like. Aber ich habe, I don't know, warum Karl genau so ein weißes Auto ist. Eben hier nochmal. Okay, das ist sehr creepy. So ein weißes. Hört ihr das? Ich höre das. Karl, so ein weißes Auto wie eben ist da gerade schon mal längs gefahren, nur in die Richtung. Ja, das ist ein Gut. Karl, eben ist ein weißes Auto auf der Straße in die Richtung gefahren. Als wir drin waren und wieder herkamen, ist das Auto wieder vorbeigefahren. Also irgendwas stimmt hier nicht, Karl. Das ist so creepy, Junge. Leute, es wird ein bisschen heller. Kollege, seht ihr schon? Es wird for real hell, Junge. Guck mal da, gönn dir. Da wird schon hell einfach. Holy shit. Leute, ich sehe da was. Ernsthaft, Leute, wir wollen euch nicht betrügen. Ernsthaft,
Die meisten YouTuber betrügen einen nur, damit die Likes und Follower Abos verdienen. Aber ich finde es echt übertrieben. Ich mache die Videos nicht für Abonnenten. Ich will einfach nur YouTube so benutzen, um einfach so Spaß zu haben, so Videos, Gaming-Videos machen. Und etwas für euch zu tun. Das tun wir. Einfach nur unterhalten. Also wir machen hier nichts so freiwillig. Und das wird, glaube ich, unser einziges Horrorvideo sein. Also vielleicht, wenn ihr in die Kommis schreibt, Leute. Karl, der Typ hat keinen Schatten gehabt. Der Typ hatte keinen Schatten gehabt. Wir erzählen nur... Man sieht ihn nicht im Autospiegel. Man kann ihn nicht im Autospiegel sehen. What the fuck? Aber man sieht sein Licht. Man sieht... Aber er hat sich nicht im Spiegel... Man konnte ihn nicht im Spiegel sehen. Ich glaube, wir werden gefilmt. I don't know. Wir... Leute, da hinten seht ihr das. Die Lichter, die da aufblinken. Das ist ein Auto. Sie kommen ja. Wir erzählen nur das, was wir sehen. Wir haben jetzt wir haben keinen Freund hier, der irgendwelche creepy Sachen macht. Wir beide sind komplett allein. Wir beide als Brüder. Übrigens, wir übernachten heute. Und das, ja. Also, normalerweise haben wir, unsere eigenen Zimmer, aber heute wollen wir eine Übernachtungsparty machen. Also es ist ein bisschen verrückt, dass Brüder eine Übernachtungsparty machen. Hey, ja, das ist, also eigentlich nicht Übernachtungsparty, einfach eine Party in der Nacht. Also Übernachtungsparty nennen wir das einfach so, I don't know. Wollen wir einfach mal gerade... Achso, und übrigens, wir machen bald noch ein, also heute Nacht machen wir noch ein Video, wer am längsten wach bleiben kann. Karl, ich frag mal eben unsere Mama, ob wir einfach mal geradeaus gehen wollen und einfach mal gucken wollen, was so hier anders ist. Einfach geradeaus in die Richtung, einfach so. Okay, ich frag mal kurz. So Leute, wir haben jetzt gerade gefragt, wir gehen jetzt etwas geradeaus, wo wir erstmal in den Garten gehen. Also Leute, wie Horror ist das? Wir gehen jetzt ein bisschen mehr in die Busche. Ich will euch jetzt nichts erzählen, also ich will jetzt nichts faken. Leute, das hier sieht gruselig aus. Baustelle. Ich will nichts filmen, weil da vorne direkt unser Auto steht und ich will nicht das Nummernschild filmen. Eigentlich traue ich mich gar nichts hier hin, weil ich immer Angst habe, dass rechts ein Schaufenster irgendwie jemand steht. Also eigentlich können wir das lieber mal abbrechen. Ciao. Oh Gott, ich habe immer so creepy Angst. In meinem eigenen Garten habe ich Angst, aber im Friedhof null, ne? Das ist so komisch. Da kommt vorne kommt ein Auto, ich kann jetzt wieder ein bisschen filmen. Aber ein bisschen so. Hey Leute, hier ist wieder die Baustelle, die Totenbaustelle. Mittelhaus, okay? Ja, moin. Ach, das wird Mittelhaus. Kollege, du willst mir nicht erzählen, dass dieses Haus Mitte wird. Junge, das übrigens ist 10. Leute, dieses Haus hier, da sind wir schon mal eingebrochen mit unserer Freundin. Und dort war auch ein Grab im Garten mit und da war Blut drauf. Sorry. Leute, wir erzählen keine Story aus dem Internet. Oder so. Also hör mal nicht zu. Nicht davon. Wir erzählen wirklich nicht. Und das Horror ist, bevor da Leute eingezogen sind, am selben Tag am Morgen, da war nichts, keine Menschenseele. Die haben ja natürlich die Fenster auch eingerissen. Und am Morgen standen sie da wieder gerade. Einfach so wieder aufgebaut. Was? Die Fenster. Ein Geisterhaus. Leute, wir wollen euch jetzt mal wirklich was erzählen, was nicht gefaked ist, was wirklich legit ist. Das Haus, das, was ihr jetzt gesehen habt, eben, was ich euch so ein bisschen gezeigt habe, das ist jetzt gerade im Neubau. Seit ein paar Wochen jetzt vielleicht. Davor stand ein Haus, was da vielleicht schon seit 50 Jahren steht oder sowas, wo keiner war, aber früher lebte da so ein alter Mann. Zuerst war da auch noch den Zucker, aber aus hat das Haus nicht verkaufen lassen. Also doch schon, aber es wurde erst... Eine Hundetoilette für... Aber das wurde erst später dann gebaut. Dann melden Sie sich jetzt an. Hör mal zu. Kack.de. Karl, lass mal. Dann wurde da jetzt ein Haus gebaut und davor sind wir wirklich, haben uns so ein Eisenstange, wo vorne so ein Ziegelstein war, haben damit die Kellertür eingerissen und haben da so Feuerwerksknöller reingedonnert und haben wirklich im Garten hinten, war wirklich so ein Blättchen zu einem Stein, wo an der Ecke etwas Rotes war. I don't know, was das war. Aber wir schätzen, es war Blut. Und wir wirklich, wir, also mit unserer Freundin, für unsere Freundin, weiß was, also und dann haben wir da for real was gefunden mit nicht meiner Freundin, mehr so Karls Freundin. Aua. Und irgendein Typ, I don't know, hat erzählt, dass es eine Ex-Freundin ist. Okay, also... Jetzt wieder zurück zum Thema. Genau. Und dann, wir wollten da for real einbrechen, haben es aber nicht so ganz geschafft. Und es stimmt gar nicht, dass sie meine Ex-Freundin ist. Sie das hat irgendjemand erzählt. Okay, Spaß. Wollen wir mal in den Gang da reingehen? Na gut, wir gehen wir in die... Aber irgendwie ist das null Horror, Digga. Ich stelle mich mitten auf die Straße, Kollege, und es ist null Horror.
wenn da jetzt einfach so jemand steht, ich würde so ausrasten. Ihr könnt die Schrift lesen. Nein, Karl, stopp mal. Ey, Leute, wisst ihr, was richtig scheiße ist? Das Maschinencall. Wisst ihr, was ich in dieser Straße hasse? Diesen Gulli und diesen Gulli. Die sind so creepy. Ey, Leute, lass mal aufmachen. Anheben. Die sind so creepy, Junge. Eigentlich mag ich die Straße, weil ich ein bisschen Mountainbiken, ne? So mit dem Mountainbike hier so hochbrettern kann. Und vor allem ist es eigentlich eine Kinderstraße, aber trotzdem brettern die Leute hier mit 50 längs. Wo ich einfach nur 30 erlaubt ist, naja, 20. Ich sehe es auch. Okay, hier ist nichts. Ey, da hinten ist ein Schuh. Da hinten ist ein Schuh. For real, ich sehe ihn auch, Digga. Alter, da ist ein Bein. Da, safe. Irgendwas ist da. Safe, Digga. Irgendwas ist da. Oh mein Gott, Digga. Karl, stopp mal. Karl, irgendwas Weißes habe ich im Gulli gesehen. Also jetzt ohne Scheiß, Digga. Ich habe wirklich irgendwas Weißes, Creepiges im Tunnel gesehen. Ich guck immer hinter uns, ne? Lass wieder auf der Straße gehen. Karl, die Straße ist im Moment sicherer. Auch wenn es dumm klingt, die Straße ist sicherer. Irgendwas weiß das war da. Jetzt schon, Digga. Das ist creepy. Warte. Wir dürfen spätestens Videos. 21 Minuten lang. Hey Leute, wir gehen nicht auf die Straße. Komm mit, Max. Wir gehen noch nicht auf der Hauptstraße. Das ist eine Seitenstraße. Erstens. Ist mir auch klar. Aber es ist gefühlt so groß. Wo wir mal die ganze Zeit in ein Fenster von dem neu gebauten Haus gucken. Vielleicht ist da ja auch. Also, I don't know, wie klar. Leute, ich will euch nichts erzählen, wirklich gar nichts. Nur wir glauben, dass im alten Haus irgendwie ein Fluch war. Also, wir glauben es nicht genau, aber irgendwas war. Du nur dich und nicht mich. Ich bin der Coolste hier. Also, Leute, wir glauben gar nichts. Wir wollen euch nicht beeinflussen. Ihr sollt keine Angst bekommen. Wir glauben es nur. Weil da kann doch nicht einfach ein Stein mit irgendwas Rotes sein. Ja, klar, es kann vielleicht auch ein Vogel sein, der sich da etwas verletzt hat oder sogar auch im schlimmsten Fall gestorben ist. Rip-Vogel. Schon noch Blut. Das ist Blut-Safe-Call. Aber. Genauso aus wie Blut. Doch, der Hase ist so creepy, Junge. Hey, Leute. Hey, gönnt euch den Hasen. Nein, nicht. Ich gönne ihn nicht, ja. Der sieht so creepy aus. Ab 1 Billion Abos werde ich ihm zeigen.